Tierchen. Und die Eier der Urzeitkrebse überleben viele Millionen Jahre im Weltall. Man kann sie kochen, auf minus 200 Grad schockgefrieren, mit radioaktiver, nuklearer Strahlung beschießen und sie überleben trotzdem. Beim Einschlag von Meteoriten werden immer wieder die Eier von Urzeitkrebsen und Bärtierchen in den Weltraum geschleudert, wo sie hunderte von Millionen Jahren herumtreiben können und auf andere Himmelskörper gelangen. Auch im Sand des Mars wird man vermutlich Triops-Eier finden, die bei der Zugabe von Wasser jederzeit zum Leben erweckt werden könnten. Vielleicht kamen diese außergewöhnlichen Tiere nicht von der Erde, sondern sind in einem anderen Sonnensystem entstanden und verbreiten sich seitdem auf diese Art im Weltall aus. Immerhin sind die Urzeitkrebse die älteste noch lebende Tierart auf der Erde. Auch ihre Anatomie und Lebensweise ist äußerst ungewöhnlich. Triops, übersetzt Dreiauge, besitzt drei Augen. Tiere auf der Erde haben üblicherweise nur zwei Augen. Und weshalb haben sich in den vielen Hunderten von Millionen Jahren keine Triops entwickelt, die in ständigen Gewässern wie Seen leben? Anders als bei anderen Lebewesen auf der Erde scheint bei den Triopsen keine evolutionäre Anpassung stattzufinden. Sie sind und bleiben so, wie sie bereits vor einer halben Milliarde Jahre lebten. Selbst der Mensch verändert sich und entwickelt sich weiter. Doch nicht so die Triopse. Und nun befinden sie sich in meinem eigenen Heim. Und ich werde euch nun zeigen, wie ihr auch diese außergewöhnlichen Urzeitlebewesen euer eigen nennen könnt. Zunächst benötigen wir ein Gefäß, welches mit destilliertem Wasser gefüllt wird. Alternativ kann aber auch Regenwasser verwendet werden. In dieses Gefäß, welches ich zuvor mit heißem Wasser ausgewaschen habe, habe ich einen Conditionerbeutel, also einen Wasseraufbereiter gegeben, welcher mit Birkenblättern befüllt ist. Dieser sorgt zwar für eine Brauntrübung des Wassers, aber er schafft den Eiern auch gleichzeitig ein ideales Umfeld, dass daraus die Triopse schlüpfen können. Diesen Beutel sollte man für etwa 8 Stunden im Wasser treiben lassen. Nach dieser Zeit kann er entfernt und die Triops-Eier können ins Wasser gegeben werden. Ich habe zusätzlich den Boden mit zuvor gewaschenem Sand bedeckt, was aber nicht notwendig für die Anzucht ist. Bei der Gabe der Triops-Eier ins Becken ist es notwendig darauf zu achten, dass keine Eier am Rand des Gefäßes kleben. Alle Eier sollten in Kontakt mit Wasser kommen. Neben einer konstanten Beleuchtung die ersten 12 bis 24 Stunden, beispielsweise durch eine Aquarien-LED wie hier gezeigt oder auch eine Schreibtischlampe, muss nichts weiter getan werden. Die LED sollte nur nicht zu nah am Triopsbecken sein, da das Becken sich sonst zu stark von oben beheizen könnte. Aber auf eine Temperatur über 20 Grad sollte geachtet werden, jedoch stellt dies in den Frühlings- und Sommermonaten kein Problem dar. Da ich die kleinen Krebschen aber im Winter gezüchtet habe, habe ich das Becken in ein Aquarium gegeben, welches konstant beheizt wird. In dieses Becken werden die größeren Urzeitkrebse später umziehen. Nach den ersten 24 bis 48 Stunden sind bereits einige Urzeitkrebse zu sehen, sogenannte Nauplien. Diese Nauplien durchlaufen 4 Stadien, bis aus ihnen schließlich kleine Urzeitkrebschen werden. Ab diesem Zeitpunkt, etwa 2 Tage nach dem Schlupf, können die Triopse dann mit einer Zahnstocherspitze Algenpulver pro Tag gefüttert werden, welches zuvor in etwas Wasser verdünnt und dann ins Becken gegeben wird. Eine zu häufige Fütterung ist nicht sinnvoll, beziehungsweise eine einmalige, aber dafür sehr starke Fütterung, da das Wasser sonst sehr schnell umschlagen kann.
Nun kann von Tag zu Tag beobachtet werden, wie die Triopse immer größer werden. Bei einer Größe von etwa 2 cm können sie bereits in ein anderes Becken umgesetzt werden. Es ist wichtig, sich gut um seine Triopse zu kümmern. So, als würde man sich um einen kleinen Welpen oder ein Kätzchen kümmern. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit euren eigenen kleinen Triopsen.